Glamouröser Besuch auf der Heimtextil 2011. Barbara Becker präsentierte auf dem Stand der Firma Rasch ihre neue Tapetenkollektion Baby Home Passion. Nach dem sehr erfolgreichen Start der Kooperation um ein anspruchsvolles Tapetendesign im letzten Jahr zeigte die Designerin voller Stolz die aktuelle Weiterentwicklung ihrer Ideen. Unter dem Motto »Wo Räume enden, fangen unsere Ideen an« soll die neue Kollektion Design und Ästhetik für anspruchsvolle Individualisten liefern. Noch ist Barbara Becker relativ neu in diesem Geschäft, aber der Grund, warum sie gerade Tapeten designt, liegt auf der Hand. Ich bin ja mit Tapete groß geworden, ich bin 66 geboren, da hatten wir alle noch Tapete an der Wand. Und für mich ist Tapete eben, was ich eben vorhin schon sagte, einfach Ausdruck des eigenen Empfindens, Kleider für die Wand und einfach Wohngefühl. Und das ist das, was ich hier auch Ausdruck möchte. Die Zusammenarbeit zwischen Frau Becker und der Firma Rasch ist von absolutem Vertrauen, enormer Kreativität und guter Stimmung geprägt. Daraus entstand die aktuelle Produktpalette mit der dazugehörigen Message an die Verbraucher. Ihr seid frei, bedient euch bitte aus diesem aufeinander abgestimmten, dieser Fülle von fast 100 Papier inzwischen, die ineinander, aufeinander abgestimmt sind, zusammensetzbar, bunt gewürfelt, wie ein Baukasten zusammengesetzt werden können. Und wir geben Leuten eigentlich wirklich wieder die Freiheit zurück. Nach dem offiziellen Termin gönnte sich die Designerin noch einen Rundgang über die Heimtextil, denn auch hier hält sie für weitere Ideen Augen und Ohren offen. Es ist natürlich toll, gerade hier auch vor Ort Sachen zu sehen, spannend. Materialmix oder einfach auch wie Leute mit Tiefe umgehen, Perspektive umgehen oder auch Farben umgehen. Und mit den Eindrücken von der Messe sowie den Inspirationen durch ihre vielen Reisen kann man von Barbara Becker in dieser Branche bestimmt noch viele Überraschungen erwarten. Unter dem Titel Let's Have a Look – Interior Competence by AIT veranstaltet die Messe Frankfurt bereits zum zweiten Mal in Kooperation mit der Architekturzeitschrift AIT ein Sonderareal ganz für Architekten, Innenarchitekten und Designer. Ein wichtiger Bestandteil des gemeinsam erstellten Programms sind Vorträge und Diskussionsrunden. So gab es als besonderes Highlight den AIT Ornamentkongress mit zahlreich renommierten Architekten, Designern und Theoretikern als Referenten auf dem Podium, die inspirierend über die historischen und philosophischen Hintergründe der Ornamentik debattierten. Außerdem standen Preisverleihungen im Mittelpunkt der Agenda. So wurde beispielsweise der Preis für das AIT Trend Scouting vergeben. 25 Architekten haben auf der Messe innovative Produkte aus allen Segmenten ausgewählt, die besonders für Architekten und Innenarchitekten interessant sind. Das meistgenannte Objekt bekam den begehrenswerten Preis. Zusätzlich boten Redakteure der Fachzeitschrift AIT interessierten Besuchern des Sonderareals Führungen an, speziell auf die Ansprüche von Architekten zugeschnitten. Bei den Rundgängen wurden Produktinnovationen renommierter Hersteller für den Objektbereich vorgestellt. Wir nehmen Kurs auf eine bessere Welt. So heißt das Leitmotiv der Sonderschau Nachhaltigkeit mit dem Titel Green Exhibition – Welcome to Utopia. Das Stilinstitut Amsterdam hat auf der Messe Frankfurt eine inspirierende Landschaft geschaffen. Sie lädt ein zum Spazierengehen, zum Erkunden, zum Sammeln von Informationen über positive Entwicklungen auf dem Markt für nachhaltige Heim- und Haustextilien. Die eindrucksvolle Sammlung zukunftsfähiger Textilien für Tisch, Bett und Bad wird in einer fantastischen Umgebung präsentiert. Sie ist bekannt als erfolgreiche Designerin für Schmuckmode und Accessoires, aber auch als Designerin in Sachen Wandgestaltung hat sich Jette Job mittlerweile einen Namen gemacht. In Zusammenarbeit mit dem Unternehmen JW Ostendorf präsentierte sie unter dem Namen Signeo auf der Heimtextil 2011 neue Farben und Lacke für die Wohnraumgestaltung. Und diese vertrauensvolle Kooperation ist wichtig, um Trendfarben aufzuspüren. Wir schlagen natürlich auch eine ganze Menge wirklich wilder Dinge vor. Und dann finden wir zusammen einen Kompromiss, der richtige ist für den Handel und auch für die Kundin. Also wie viel Mut kann man haben, sollte man haben. Und da finden wir halt den richtigen Weg zusammen. Ihre Ideen holt sich Jette Job aus dem Leben und lässt sich auf ihren zahlreichen Reisen von Bildern, Menschen, Architektur und Erlebnissen anregen. Doch neben der Schönheit und der Kreativität spielt ein Thema eine ganz wichtige Rolle. Nachhaltigkeit ist der absolute Megatrend, der sich definitiv natürlich ab jetzt sozusagen für die kommenden Jahrzehnte halten wird. Deswegen ist mir auch besonders wichtig, dass Ostendorf mit dem Signeo-Sortiment eine Farbe hat, die sie sozusagen essen könnten und die nicht riecht und wo eben auch
Kinder gut mit umgehen können. Und auch mit Nachhaltigkeit kann Jette Job ihre Mission zum Trend machen. Sie will das Leben des Menschen mit Design verschönern.